Er ist nicht entkommen. Er ist gestorben. Was Sie hier sehen, ist nicht den Heinrich, den Sie kennen. Es ist eine... Hallo Leute, damit auch willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Hello Neighbor. Und ja, heute befinde ich mich in dem Haus des Nachbarn, der ja eigentlich vor ein paar Folgen gestorben sein sollte. Zumindest war es so nach dem Anschein. Doch einige von euch haben ja auch in der letzten Folge schon geschrieben, Askalter, ich glaube, er ist gar nicht tot. Womöglich hat er es überlebt und das, was ich letzte Folge gesehen habe, war gar kein Geist und keine Einbildung. Aber wie auch immer, Leute, ich muss auf jeden Fall die Leute finden, die hier über HelloBnB reingekommen sind und vielleicht vor dem Schlimmsten noch retten. Denn zwei sind ja anscheinend schon erwischt worden. Wenn ihr auf jeden Fall wollt, dass ich diese unschuldigen Personen rette, dann schreibt in die Kommentare und gebt einen Daumen nach oben. Aber ich muss sagen, ja, werde ich mich jetzt langsam einschleichen und mal schauen, ob ich noch einen von denen finden kann. Ich meine, im Erdgeschoss war keiner. Auch hier oben ist keiner. Obwohl, ja, es war auch so, als wenn irgendjemand gewesen wäre. Mal zu sehen. Aber gut, ich meine, auch die Blutflecken sind so, wie sie vorher waren. Ich meine, wow, du. Ja, was ist passiert? Das wollte ich dich gerade fragen. Du warst doch hier mit deinen Freunden. Was ist hier los? Auf einmal habe ich einen Schrei gehört und das ganze Licht war auf einmal weg. Das Licht habe ich ausgemacht. Aber alles sind weg und ich weiß nicht, wo ich bin und... Moment mal, komm erst mal mit, ich bring dich an einen sicheren Ort. Deine Freunde, sie sind vielleicht tot. Ich hab keine Ahnung. Oh Gott. Hast du hier in diesem Haus jemanden gesehen, außer deine Freunde? Nein, keinen sonst. Wie heißt du? Anna. Okay, Anna, komm mit. Ich bring dich in Sicherheit. Ganz ruhig, okay? Du musst mir versprechen, dass du gleich die Augen zumachst, wenn ich drei sage. Okay. Eins, zwei, drei. Hast du die Augen zu? Ja. Okay, dann komm. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Geradeaus. Du kannst sie wieder öffnen. Okay. Warum erzähle ich dir später? Das musst du nicht sehen. Gut. So. Hier. Hier bist du in Sicherheit. Okay. Ja, danke schön. Du kannst gerne nach oben gehen. Da ist ein Sofa, da ist ein Bett. Da ist eigentlich alles, was man so gebrauchen kann. Genau, und die Türen sind verschlossen. Falls du irgendwie jemanden sehen solltest in einem Anzug, dann ruf sofort die Polizei oder versteck dich. Denn das ist ein gewalttätiger Killer. Okay, Hannah. Ich werde alles geben, deine Freunde zu finden und herauszufinden, was dort passiert ist. Vorher musst du aber nochmal sagen, habt ihr zufällig Leichenattrappen vor euer Haus gesetzt? Als kleinen Scherz? Welche Attrappen? Okay, egal. Pass auf, ich bin gleich wieder da. Und auf keinen Fall das Haus verlassen. Okay. Tür wieder zu, abschließen. Okay. So, ich weiß anscheinend von keinen Attrappen. Gut, ich hoffe nur, dass sie aus dem Fenster nicht die Leichen sieht. Nicht, dass sie noch einen Schock kriegt. So. Wenigstens hat eine überlebt. Eine von fünf. Das waren noch fünf, oder? Zwei sind eventuell tot. Vielleicht sind sogar drei tot, wenn wir den nach oben mitzählen. Dann haben wir noch eine hier. Das heißt, es müssen mindestens noch einer leben. Oder? Ein oder zwei werden wahrscheinlich noch leben. Ups, egal. David. So. Geh ganz leise. Aber ich meine, falls Franz June hier wäre oder Heinrich, dann hätten die doch schon sich längst bemerksam gemacht. Oh, das schon wieder. Dieser Schatten. Der sah mir so bekannt aus. Ich werde verrückt. Ich muss wirklich mehr Wasser trinken. Aber das ist so dreckig. Was ist hier los? Ich meine, das sah genauso aus wie Heinrich. Ich meine, was ist, wenn, seitdem er tot ist, kann ich ihn nicht mehr vergessen. Jeden Tag denke ich an ihn. Gut, ich gucke lieber nochmal nach. Weil sie hier um R hören, so wie Hannah. Wow! Wow. Hallo. Wo kommst du denn her? Okay.
Ich würde sagen, bleib ganz ruhig hier in der Ecke, okay? Und sag am besten nichts. Weil, yes, verständet. Hast du jemanden gesehen? Nein. Bist du ja alleine? Hast du deine Freunde aus den Augen verloren? Hast du Angst? Okay, ganz ruhig. Bleib hier. Ich werde Hilfe holen, okay? Nicht rühren. Egal, was passiert. So, wo sie auf einmal herkam, keine Ahnung. Aber anscheinend haben wir jedenfalls die Nummer 2 gefunden. Das heißt, eventuell lebt nur noch eine weitere Person. Und überhaupt. Wenn es denn sich dabei um die Leichen von den Schülern handelt. Okay, der war auch schon länger hier. Bin ich auch schon genauso für diesen Kopf. Gut. Dann gibt es noch einen Ort des Schreckens, an dem die Schüler sein könnten. Ich hoffe nur bloß, dass Heinrich diesen vorher gebaut hat. Sonst haben wir ein gewaltiges Problem. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Die Chancen stehen nicht gut. Oh mein Gott! Nach wie vor Blut! Skelette. Aber ich kann nicht sagen, ob die nicht schon vorher hier waren. Ich meine, der sieht neu aus. Das müsste dann nochmal. Was war das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab mir jetzt einen Fall bekommen. Oh mein Gott. Ich muss mich erstmal hinlegen. Oh. Das klang nicht gut. Das hat jemand geschrien. Das war ein Mädchen. Sollten wir nicht weitergehen. Ich glaube, der Schreikampf kam von draußen. Nein, ich glaube, der kam von innen. Aus dem Inneren des Hauses. Und hier wird wohl nichts gewesen sein. Obwohl hier ein schönes Schlafzimmer ist. Der Schreikampf von woanders. Und von wo er genau kam. Das müssen wir noch herausfinden. Genauso wie wir herausfinden müssen, wohin diese Bahn hier eigentlich geht. Aber gut. Wollen wir zurück. Dieser Schrei. Mal gucken, ob das Mädchen noch da ist. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich nicht bewegen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, Leute, jetzt kann niemand mehr sagen, dass ich mir das einbilde. In diesem Haus ist ein Mörder. Oh mein Gott. Die Alarmanlage wurde ausgelöst und die Lichtanlage ist wieder an. Es gibt nur 2 Menschen. Jawohl, nein, die Kinder könnten auch herausgefunden haben, wie man das Licht wieder anmacht, aber die sind doch alle tot. Da gibt es noch 2 weitere Menschen, die wissen, wie man die anmachen kann. Franz Junior und Heinrich. Eventuell noch Franz Senior, aber nein, er würde sowas doch nicht tun. Er hat doch viel ganz andere Pläne. Aber okay, damit haben wir die letzte Person. Wir sind tot. Gott. Ich muss hier so schnell wie möglich raus. Ich kann hier niemanden mehr retten. Wir sind bereits alle tot. Wow! Hallo, da sind Sie. Gustavo? Ich sagte Ihnen schon mehrmals, Sie sollen mir nicht in die Quere kommen. Wie in eine Quere? Was meinen Sie damit? Sie wissen schon, was ich meine. Ich habe Pepe doch gerettet. Mir egal, ob Sie Pepe gerettet haben. Ich war nie ein Mexikaner. Was? Ich arbeite nur im Auftrag von Heck. Oder arbeitete. Jetzt arbeite ich für jemand anderen. Für jemand anderen? Ich glaube, Sie können sich vorstellen, wer dieserjenige ist. Franz Senior? Falsch. Einen Moment. Haben Sie die Kinder umgebracht? Natürlich. Nein, ich! Was? Nein, ich! Hä?
Wie ist das möglich? Heinrich? Ich habe die Kinder getötet. Und sie wieder zusammengepflegt, nachdem sie in 1000 Stücken am Boden lagen. Aber Heinrich trägt die Kinderleiche auf seinem Rücken. Nie einen Zombie. Ein Zombie? Niemals. Das erklärt einiges. Gustavo! Du bist gar kein Mensch! Diese Person, natürlich dieses bin Mädchen! Ich kein Mensch. Dieses arme Mädchen! Hä? Hab ich getötet? Ich hab es getötet! Ich hab es getötet! Ich hab alle getötet! Ich hab alle getötet! Einen Moment mal! Heinrich! Wenn sie nicht sofort ihre Klappe halten, dann töte ich sie. Wie hast du das überlebt? Wie ich das überlebt habe? Die Exorzisten, die kann niemand überlebt haben. Ich überlebe alles. Ich hab da meine Tricks. Genau, die haben gar keine Tricks. Das Einzige, was sie haben, ist ein bezahlten Zombie, der sie wieder zusammengeflickt hat. Schnauze! Nun, auch sie werden die Nebenwirkungen irgendwann spüren, die ich spüre. Und ist, glauben sie mir, es wird kein Spaß. Ist Heinrich nur... Können sie ihre Klappe halten? Sie müssen ihre Herzen nehmen. Da. Was? Sind die Herzen von den Kindern. Was? Heinrich? Brauchen immer wieder Menschenteile, damit sie nicht komplett zerfaulen. Oh mein Gott. Sag mal, wie bist du denn TNT entwirren? Das antworte ich hab zuerst gefragt. Schneiden wir ihm sein Herz raus und lassen wir die Sache sagen. Nein, warten Sie. Vorher möchte ich noch wissen, wie Heinrich entkommen konnte. Er ist nicht entkommen. Er ist gestorben. Sind Sie sich da sicher? Ist nicht den Heinrich, den Sie kennen. Es ist eine verzombifizierte Version von Heinrich. Das ist unmöglich. Sehen Sie meine Arme? Sehen Sie meinen Rücken? Genau das wird mit ihm auch passieren. Er ist kein wirklicher Zombie, aber er ist auch kein Mensch. Er ist eine Mischung aus beidem. Was? Und eine Maschine. Heinrich. Woher wollen Sie das wissen? Sie waren ja schließlich nicht dabei. Okay, meine Chance, meine Die Chance. Die haben eine Lebensversicherung bei der Firma abgeschlossen. Oh. In der ich eine Lebensversicherung abgeschlossen habe. Schnell weg, ich muss rein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Raus aus meinem Haus. Das ist nicht Ihr Haus. Das ist mein Haus. Ihres Bruders. Okay. Mein Haus. Davon träumen Sie. Oh, nein! Oh mein Gott, Gustavo. Du kannst nicht entkommen. Ich kann entkommen, ich muss entkommen. Er darf mich nicht kriegen. Ich kenne mich besser aus als jeder andere hier drin. Ich will nicht zu einem Zombie werden. Ich bin so jung. Oh. So Zeit. Jetzt. Nein! Ich bin in der Klemme. Ich bin wirklich in der Klemme. Nein. Sterb. Niemals! Aua. Niemals, Heinrich. Wow. Irgendwann. Nein! Aua. Nein! Vielleicht sieht er mich hier nicht. Ganz ruhig. Wo ist er? Oh mein Gott, Hannah muss das alles ertragen. In der Nähe ist er. Wo ist er? Na! Er ist auf Hab ich dich! Wow! Moment mal. Ich bin wieder in mein Bett. Und... Oh! Moment, dich hätte ich ganz vergessen. Oh. Hannah? Ja? Du hast nicht gesehen, was gerade passiert ist, oder? Doch. Du wirst dich dann wahrscheinlich ziemlich wundern, warum ich jetzt hier bin und nicht dort oben. Richtig? Ja. Yeah. Kam ein Blitz vom Himmel, auf einmal landest du hier im Bett. Und... Lange Geschichte. Ich kann nicht sterben, auch wenn es merkwürdig klingt. Aber das ist... Aha. Eine so lange Geschichte, Hannah. Auf jeden Fall, was nochmal ganz wichtig ist. Du musst hier bleiben. Hier ist der einzige Ort, an dem du sicher bist. Okay. Weißt du? Zum Glück bin ich ja sicher, weil... Was ist es schon unheimlich? Da drüben? Richtig. Ich gebe dir auch ein paar Sachen. Hier hast du Schallplatten. Weiß nicht, hier sind so die neuesten Bands, ne? So ABBA und Beatles. Weiß nicht, was man so heute hört. Bisschen Fleisch habe ich auch hier. Und hier noch eine Waffe. Falls, doch jemand reinkommen sollte. Aber gut, Hannah, dann lass es dich jetzt erstmal raus. Ich muss jetzt wirklich mich um etwas anderes kümmern. Ich meine, wir
Was ist denn passiert? Heinrich hat anscheinend überlebt, keine Ahnung wie. Gustavus auch da, was auch immer jetzt er für eine Rolle spielt. Er wird nicht von Franz Senior beschäftigt. Vermutlich auch nicht von Heinrich. Aber von wem dann? Vielleicht eher von dieser Corporation? Keine Ahnung. Zumindest muss ich Franz Senior fragen, ob er vielleicht etwas weiß. Sind zur Rede stellen. Oh gut. Nichts wie zum Bunker. Oh! Mein Pferd! Was springt das denn hier auf dem Trampolin herum? Dich habe ich gesucht. Nichts wie los. Moment mal, mein Pferd? Egal. So, komm mit, Pferd, los. Komm mit. So. Nichts wie weg zum... Da sitzt sie ja wieder. Oh, Gustavo! Nein, oh mein Gott. Los, Bonnie, schneller! Los, rennen Sie. Schneller, Ist dir aber doch zu dumm zum Reiten. Ich bin halt kein Mexikaner. Oh mein Gott. Nicht, Bonnie. Na los. Schneller, Bonnie. Rennen Sie. Ich werde sie schon einholen. Oh mein Gott. Warum ist das Pferd nur so langsam? Ich werde ihr Pferd umbringen. Lassen Sie Heinrich! Hier. Oh mein Gott. Guck mal einmal in die Stadt vorbei. Und dann trifft man genau sie. Schneller. Aber ist dieses Pferd so langsam? Das Pferd von Franz. Hallo, machen Sie sie, Rollklops. Töten Sie ihn endlich. Sie können nicht entweichen. Hier ist Schluss im Gelände. Schluss im Gelände? Das kann nicht sein. Aua. Okay, Pferd, du bleibst. Ah. Aua. Oh mein Gott. Das Pferd! Hilfe. Ihr Pferd ist tot. Pferd ist tot, egal. Ich auch. Das war echt zu langsam. So, komm ich jetzt hier raus in der Höhle? Du kannst gut. Nicht hinkommen, Aster. Ich kann mich verstecken. Ich kann jetzt hier nicht hin. Rennen bringt nichts. Kämpfen ist angesagt. So. Nein. Wie kleiner Wicht. Perfekt. Ich bin nicht sicher. Ich will sie nicht finden. Okay, keine Ahnung, was jetzt hier Gustavo wollen. Keine Ahnung, wo ich hier gerade bin. Ich bin zu klein. Moment mal. Ist das ein Motorgeräusch? Oh mein Gott, das Boot sticht den See. Mist, ich komme hier nicht raus. Hilfe. Oh Gott, ich muss gleich hin. Das Boot sticht den See, wo will das denn hin? Okay, egal, hallo, Leute. Auf. Egal. Egal. Das Boot scheint irgendwo aufzubrechen. Was hier genau passiert, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier gefangen. Jetzt sind zwei Idioten, die anscheinend auch mit diesem Boot mitfahren. Okay, Leute, wie es weitergeht, ihr werdet es in der nächsten Folge erfahren. Bis dahin, macht's gut. Wenn euch die Folge wie immer gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare. Und ansonsten war es auch wieder mit dieser Folge. Macht's gut. Und ich bin gespannt, wo in die Reise geht. Und dann bis zum nächsten Mal.